Hallo, ihr Siedler Kay, sei gegrüßt, herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, wie du siehst, bin ich auch heute wieder nicht alleine unterwegs. Nein, heute habe ich meine liebe Freundin Sandra Zürlein mit dabei. Hi Sandra, grüße dich. Hi Kay, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, auf jeden Fall, sehr gerne doch. Ja, Sandra und ich, wir kennen uns jetzt schon echt eine Weile und ich bin auf Sandra aufmerksam geworden, weil sie so ganz tolle T-Shirts macht, die ich auch mit Stolz trage, T-Shirts, Tops, Sweatshirts. Aber Sandra, das ist ja nicht das Einzige, was du machst, oder? Nee, du warst ja auch bei meinem Kongress dabei, bei meinem Online-Kongress Passion Leben. Und da hatten wir ja ein ganz tolles Interview auch über vegane Ernährung und Sport, Fitness, was ja dein Bereich ist. Ja, und ich habe zwei Blogs, sanfora.de, da kriegt man eben die T-Shirts und da gibt es auch ganz tolle Rezepte, ganz viel Rohkost und jetzt ganz viel kombiniert auch mit ätherischen Ölen, weil die jetzt seit einem Jahr so in meinem Leben sind und ich total begeistert davon bin, weil die einfach ganz toll sind und gerade die Rohkost bereichern. Und dann habe ich noch einen Blog nicecreampore.de, da gibt es veganes Eis aus gefrorenen Bananen und da nutze ich natürlich auch die Öle, weil du hast das ganze Jahr einfach ein geiles Aroma dadurch, ob du Zitrone nimmst oder Orange. Du hast das ganze Jahr die Frische geballt und das ist einfach eine Bereicherung eigentlich. Ja, und deswegen bin ich total begeistert davon und würde es gerne einfach so weitertragen. Ja, und Nice Cream ist einfach super lecker. Ich war ja schon bei dir und dann gab es, wenn ich mich recht erinnere, gab es ein Basilikum Nice Cream. Ja, genau. So lecker, ja, aber bisher alles, was ich von dir probiert habe, richtig super lecker. Genau, das hast du gesagt, du benutzt die ätherischen Öle eben für Nice Cream auch, ja, wie stellst du dir das vor? Ja, es gibt ja einen Unterschied, es gibt ja die normalen, ich habe hier gerade mal welche gerichtet von meinen Lieblingsölen, die ich jetzt gerade täglich in Gebrauch habe, das ist Zitrone, Pfefferminz und Nelke. Und da ich die ja auch innerlich einnehme, gibt es eben auch diese Plusöle, die kleinen hier mit einem Plus drauf, habe ich auch Zitrone, Nelke und Pfefferminz. Und die kann man eben dann auch für Nahrungsmittel benutzen. Und ja, ich friere dann eben meine Bananen ein über Nacht, schneide in Scheiben und dann kommt einfach ein Tropfen oder zwei Zitronenöl dran und dann hat man ein total geniales Zitroneneis. Und es geht ruckzuck und schmeckt halt super lecker. Ja, und eigentlich habe ich es täglich integriert in mein Leben. Ich richte mir hier immer eine Flasche Wasser und trinke dann morgens schon einen Tropfen Zitronenöl auf 1 Liter Wasser. Und das belebt einfach ungemein und erfrischt und reinigt den Körper. Und es ist einfach total genial und es schmeckt auch gut. Ich habe mir immer so ein bisschen schwer getan, viel zu trinken. Und seit ich die Öle eben ins Wasser mache, trinke ich total viel. Das ist gar kein Problem mehr. So 1 Liter Wasser ist dann ruckzuck weg, weil es einfach lecker schmeckt und frisch und ja, ist einfach besser, wie wenn das so ein fades Wasser ist. Ja, auf jeden Fall. Ich mache mir gern Mandarine oder Orange noch ins Wasser. Jetzt gerade so, wenn Frühling, Sommer kommen, ist es auch sehr erfrischend. Mhm. Ja, ich habe auch gerade gesagt, die Zitrone, die hat ja auch eine wirklich sehr, sehr reinigende Wirkung und kann ja auch Schadstoffe, die wir eben über die Nahrung und über die Umwelt eben oder die Kosmetik, Reinigungsmittel aufnehmen, auch wirklich aus den Zellen lösen. Finde ich das Spannende daran. Genau. Und wofür nutzt du Nelke? Dann eben auch an das Eis, ein Nelkeneis. Lecker. Ja, also eine tolle Kombi ist Birne mit Nelke. Das liebe ich total. Wow. Das schmeckt genial. Ja, und Nelke ist einfach Wahnsinn. Nelke hat den höchsten ORAC-Wert, über 1 Million. Und es wirkt eben stark antioxidativ und das hat einen super Anti-Aging-Effekt. Ob du es jetzt innerlich anwendest, es verjüngt total. Oder äußerlich, also es ist echt spürbar und sichtbar und du kannst dir einfach so ein bisschen Kokosöl nehmen, Tropfen Nelkenöl und das Gesicht damit einreiben oder eben trinken und ja, das finde ich Wahnsinn. Also das ist gar nicht so bewusst, man redet immer so von Superfoods, Acai und Goji und Weizengras, aber Nelke hat wirklich den höchsten ORAC-Wert und ja, es schmeckt total gut und es ist super easy verfügbar und deswegen habe ich das einfach so täglich in mein Leben integriert. Okay, cool, genau. Und was hattest du noch gesagt? Ein anderes Lieblingsöl ist noch die Pfefferminz. Pfefferminz, ja. Also bei Nice Cream, was total abgefahren schmeckt, ist eben Schokoeis mit einem Tropfen Pfefferminzöl. Cool.
cool. Es ist einfach super frisch und lecker und schmeckt genial. Oder jetzt im Sommer, ich habe jetzt gerade meine erste Wassermelone. Was auch super lecker ist, ist Banane mit Wassermelone und Tropfen Pfefferminzöl. Das wow. schmeckt super abgefahren, total erfrischend und frisch. Gerade wenn es richtig heiß wird, kühlt es richtig runter. Und Pfefferminz hat ja eher so einen kühlenden Effekt. Und das ist einfach total genial. Ja. Ja, ich bin auch dabei, jetzt meinen Nice Cream Online-Kurs zu launchen. Der kommt jetzt bald auf den Markt und da wird es auch ganz viele Tipps geben und Rezepte auch mit ätherischen Ölen. Oh, wow, cool. Ja, genau, das hattest du erzählt, dass du da schon voll im Machen bist und du hast ja auch schon ein Nice Cream Buch, richtig? Das gibt's. Genau. Das kann man sich auch bei dir bestellen. Da können wir ja das gerne hier unter dem Video für dich, lieber Zuschauer, eben verlinken. Also ich kann es nur empfehlen, ich hab's und bin da immer fleißig am Nachmachen. Weil bei mir war es immer so, eben gefrorene Bananen, da dann Kakao dran oder gefrorene Bananen und ein bisschen Mango dran. Also das waren so meine höchsten Kreationen. Und Sandra, du kombinierst ja wirklich so richtig, also ich sag jetzt mal wild durcheinander und es sind Geschmacksexplosionen im Mund. Also richtig, richtig cool. Und jetzt na klar, mit den ätherischen Ölen, die ja wirklich auch so rein sind und so intensiv auch sind, ist es natürlich nochmal eine ganz andere Geschmacksexplosion. Ja, es ist Wahnsinn. Ja. Nutzt du Pfefferminz eigentlich auch für den zweiten Teil der Zellreinigung? Machst du das immer mal wieder? Ja, mache ich auch täglich. Also morgens eben 1 Liter Wasser mit einem Tropfen Zitronenöl, nachmittags dann 1 Liter Wasser mit einem Tropfen Pfefferminzöl. Ja. Also das ist auch, ich finde, das schmeckt auch total genial. Die Minze ist einfach Wahnsinn. Ich habe mir sonst auch immer im Sommer so Pfefferminztee gemacht und den abkühlen lassen und so ist es halt natürlich super easy. Du machst dir einfach eine Flasche Wasser, einen Tropfen Pfefferminzöl rein und es ist wahnsinnig intensiv. Also ein Tropfen hat ja die Wirkung wie 40 Teebeutel Pfefferminztee. Also es ist echt krass, wie intensiv das ist. Und ja, es wirkt total frisch. Ich nutze es aber auch im Diffuser. Und zwar auch so bei der Arbeit morgens dann eben auch Zitrone. Da bist du einfach total belebt und frisch. Und Zitrone schüttet ja auch Dopamin aus, das Glückshormon. Und das ist toll. Man merkt dann einfach, es fördert die Antriebskraft und du bist gut drauf und motiviert und gehst eben frisch an die Arbeit. Und wenn du dann schon ein paar Stunden sitzt, dann so am Nachmittag und die ersten Verspannungen dann so kommen im Nacken, dann mache ich Pfefferminz rein und reibe mich auch so ein bisschen ein, den Nacken und die Schultern. Und merke dann auch, ja, das belebt dann wieder, bringt wieder so eine Entspannung in die Muskulatur und eine Frische und ja, lässt sich dann irgendwie so den Nachmittag nochmal überstehen. Von daher nutze ich die dann innerlich und äußerlich und ja, die haben wirklich mein Leben total bereichert einfach. Ja, und man sieht es dir auch an, du strahlst so richtig. Danke, du auch. Danke. Ja, Mensch, super. Das waren ja jetzt ganz, ganz viele Tipps. Wenn du, lieber Zuschauer, noch mehr über Sandra erfahren möchtest, über ihre Arbeit, über was sie so alles machst, wenn du Interesse an dem Online-Kurs hast, den sie jetzt bald launchen wird, oder dir das Nice Cream Buch eben bestellen möchtest, besorgen möchtest, ja, dann kontaktiere uns doch gerne. Wenn du auch mal Lust hast, diese ätherischen Öle auszuprobieren, dann auch gerne eine Nachricht an uns. Schicken dir auch gerne mal eine Probe zu, dann kannst du das mal testen. Ja, und Sandra, dir herzlichen Dank. Echt klasse, so viele bereichernde Tipps. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich danke dir von Herzen für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, und ich würde sagen, dann sehen wir uns bestimmt in einem nächsten Video mal wieder. Wünsche ich dir einen schönen Tag, Sandra, und euch natürlich auch. Ja, hoffentlich bis bald und danke. Sehr gerne. Macht es gut. Ciao. Ciao.